Hey Leute und herzlich willkommen zu Online-Soccer Manager. Ich bin's, Bizarro, ihr seht Online-Soccer Manager. Ja, war das mal eine motivierte Begrüßung? Schwanensee besiegt. Wir haben Schwanensee besiegt. Wo ist denn Bilbalotelli? Den gebe ich aber nicht her. Wir haben 66 Millionen. Denn Sdurike wurde verkauft. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich der Beste auf der Welt bin, der mit Liverpool nur auf Platz 12 herumgammelt, aber ich beende jetzt diese... Wow, Borini schafft nicht mal irgendwie etwas Torähnliches. Was ist das für ein Kackkader? We are coming. Wow. 2-1-0, that is nothing good. Ta-ta-ta! We are not calling. Ich meine, ich gebe zu, ich muss ja immer wieder auch euch Dinge gestehen. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr so richtig online. Ganz einfach, weil mir fehlt die Zeit. Heute habe ich Glück, dass ich um 11 einen Arzttermin habe, deswegen kann ich mir es mal leisten aufzunehmen. Aber ansonsten müsst ihr euch meinen Tagesablauf aktuell so vorstellen. Ich stehe um 5 auf, mach mich halt fertig, gehe los zur Bahn, von der Bahn zum Zug, vom Zug in die Schule und mach da halt so meine Dinge und komme um circa, ja, 6:30 heim. Es ist natürlich ein harter Tag, weil nebenbei muss man ja auch noch lernen, weil das ist ja nicht nur eine normale Schule, das ist halt die Berufsschule. Das heißt, da geht es ja auch um meinen Job, ich mache halt eine Ausbildung, beziehungsweise eine Lehre, je nachdem wie ihr das nennen wollt. Und ja, ist natürlich immer ein bisschen anstrengend, das Ganze. Das ist halt einfach so. Das hätte ich mir nicht jetzt so vorgestellt, das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, also so anstrengend. Anstrengend gar nicht, weil ich mir schwer tue, sondern eher anstrengend, wirklich, weil es halt sehr zeitaufwendig ist, weil es mir halt viel Kraft kostet. So könnte man es vielleicht am besten beschreiben. Also mir geht es hier wirklich nicht um das Lernen selber, weil ich bin, ohne jetzt hier ich mag es nicht über Noten zu reden, aber sagen wir so, ich stehe auf 1,0 überall. Also mein Notendurchschnitt aktuell ist 1,0. Ist natürlich schön, aber zeigt natürlich auch, dass die Sache sehr ernst genommen wird von mir und dass das natürlich dann auch, dass da YouTube so stark darunter leidet. Natürlich kann man jetzt auch argumentieren, ja, Revi zum Beispiel, also Revinzeit kennt ihr sicher, ich meine, wenn ihr mich kennt, kennt ihr den auch. Ja, seid ihr schon ziemlich schlau, seid ihr dann. Dann, kann man ja argumentieren, so von wegen, er hat es ja auch geschafft. Ja, dann kann ich gegen argumentieren. Ja, wie kann man das wirklich... Puh, das ist jetzt natürlich ein bisschen... schwer zu erklären, aber... Hätte ich... Weiß ich nicht... Mehr Abonnenten, noch... Ich hab jetzt richtig viele schon. Ich bin richtig dankbar, also... Das soll jetzt nicht so klingen, wie wenn ich keine habe, aber... Es ist halt für mich das schwierig, am Abend noch eine Motivation zu finden. Und ich weiß schon, wenn man jetzt natürlich, man kann jetzt natürlich ganz leicht argumentieren, naja, wenn du für fast 200 Abonnenten keine Motivation findest, dann wirst du es nie schaffen, 300 zu haben oder 5 Millionen oder 3 Millionen, was ja unser Ziel ist.
Es ist einfach schwierig und ich bewundere auch Rewe, dass er das so gemacht hat, weil ich stehe aktuell in derselben Situation und ich weiß einfach, wie hart das ist. Und das ist wirklich hart und da muss man halt durch. Und wenn man da durch ist, dann kann man stolz zurückblicken. Und ich würde auch für YouTube auf keinen Fall meine Ausbildung abbrechen. Na. Ja, also das käme nicht in Frage. Cavani oder Lukaku? Lukaku ist jung und trainierbar. Cavani ist 2 Stufen höher und dafür aber 3 Millionen billiger. Grundwert, Cavani 25, 24. Ich habe noch nie mit Cavani im Sturm gespielt. Holen wir uns einfach mal Cavani. Das mache ich jetzt einfach nur deswegen, weil unsere Stürmer zu blöd sind, um zu treffen. Es ist wirklich hart. Unsere Spieler sind hart behindert anscheinend. So. Schauen wir mal kurz in den Kader rein. Ich zeige euch das mal. 2 Stürmer-Tore bis jetzt. 8 Mittelfeld, 3 Mittelfeld. 3 Mittelfeld, 3 Mittelfeld, 4 Mittelfeld. Davon ist übrigens der mit 5 Toren defensiv und der mit 3 Toren defensiv. 2 Verteidiger-Tore. Das kann's nicht sein. Ne? Da muss man ja mal ein bisschen differenzieren können. Was willst denn du noch von mir? Habe ich Training jetzt nicht gemacht? Habe ich mir wirklich eingebildet. So, dann trainieren wir halt Sabattelchen. Guilherme, Danton, Zucufet und Sponsoren. Ja, auf jeden Fall, ich will unbedingt am Sonntag eine Aufnahmesession machen von FIFA und Zelda und OSM und vielleicht noch ein paar Lückenfüller. Einfach, weiß ich nicht, ich kenne Pokémon Showdown, das ist so competitive online, mehr oder weniger, aber nicht am DS, sondern wirklich hier so als, man kann es halt Browser-Game bezeichnen. Unser Ziel ist 4 und das haben wir nicht erreicht, das ist schade. Aber wir sind mit Salzburg Meister geworden. Es ist ja so in OSM, desto mehr man online ist, so kommt es mir halt vor, desto besser schneidet man ab. Also zum Beispiel in meinem privaten Account bin ich aktuell Bombe unterwegs, also egal mit welcher Mannschaft, es könnte fast nicht besser sein. Ich bin wirklich mega gut unterwegs und deswegen tut mir fast schon ein bisschen weh, dass ich hier nicht schaffe, mich täglich einzulocken oder nicht schaffe oder dann irgendwann die Motivation fehlt oder wie auch immer. Gargame, kannst du mir helfen? Ja, das werden wir sofort machen. So, okay. Ich würde mir überlegen, ob ich gleich die Liga gründe oder ob ich nicht warte, bis ich mehr Zeit habe. Aber ich habe erst in 3 Wochen mehr Zeit. Das ist, bis dahin will ich nicht unbedingt warten. So, mit welchem Verein willst du den 2. Platz halten? Ich nehme mal an, oder erreichen. Ich nehme mal an, hier mit Werder. Also, möglich ist es auf jeden Fall, dass du das schaffst. So, schauen wir mal. Spielst du mit der Dreierspitze? Mir würde es jetzt helfen, wenn du mir sagst, mit welcher Formation du spielst. 4 Spieler, eigentlich schaut das für mich aus wie eine Doppelspitze, aber nachdem hier 2 Leute super tragen, ja, kann man eigentlich mit Doppelspitze spielen. Ach, du musst mir deine Formation dazu schreiben, dann würde ich mir leichter tun. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, dann kriegst du gleich wieder links, rechts eine. Gehaut. So. Naja, ich hab mich jetzt selber gehaut. Mittelfeld ist nicht gut besetzt. Mittelabwehr auch nicht. Uiuiui. Gut, im Tor brauchen wir eh nicht viel diskutieren. Da lass jetzt einfach zum Schluss Husic spielen. Ganz einfach. Der ist jetzt, der reicht jetzt für die letzten Spiele. Gerade für die letzten Spiele muss man jetzt nicht den schlechteren spielen lassen, gerade wenn man alles gewinnen will. Wie viel Vereinsvermögen hast du? Hol dir einen 2 Verteidiger oder so und einen Mittelfeldspieler würde ich mir auch besorgen. Ronaldinho spielen lassen, ihn hier offensiv,
ihn hier offensiv. Ihn oder ihn offensiv. Ihn defensiv. So, jetzt kommt es halt drauf an, mit wie viel Mittelfeldspieler spielst du. Spielst du ein 4-4-2, das heißt mit 4 Verteidigern. Unbedingt noch einen Außenverteidiger holen, weil du hast viele gute Verteidiger, aber nichts davon ist wirklich gut für die Außen. Mittelfeld würde ich holen, keine Ahnung, defensiv, nachdem er hier fehlt. Aktuell kann man mit Junuzovic und der defensive Spieler mit Batz aushelfen lassen, aber... Ja, und im Sturm ja gut, die Santo und Selke würde ich machen. Treffen einfach am besten. Ansonsten, er hier trifft ja auch super, also gute Einkäufe auch gemacht, muss man hier mal sagen. Kann man nichts meckern. Und ja, das wären so meine Ratschläge. Ich werde heute keine Liga gründen, weil mir die Zeit fehlt. Das ist so mühsam. Aber wir werfen jetzt auf was anderes unseren Blick. Wir werfen jetzt auf was anderes unseren Blick, denn meine Freunde, wir schauen uns an, wie unser Account so aussieht. Das ist ja schön. Wir hatten bis jetzt... Wow. 1200 Logins. 800 einmalige Besucher bis jetzt. What the fuck? Was geht? Oha, ich muss jetzt einmal 850. Okay, ich muss dann mal kurz mein Privatkonto anschauen, wie viele da drauf waren, ob das normal ist oder... What the... Oha, das ist viel, ja? So. Gute Statistik. Wir haben schon echt viele Spiele gemacht mit dem Account. 800 Spieler schon. Wir waren schon... Wir haben viel gut gemacht. Gefällt mir wirklich unsere Laufbahn. Wahnsinn. Und auch zum Schluss, selbst wenn jetzt viele denken, ich bin nicht mehr so gut, schaut euch das an. Ziel erreicht, Ziel erreicht, Ziel erreicht, Ziel nicht erreicht, Ziel nicht erreicht. Es geht. Wir haben unser Ziel extrem oft erreicht. Also ich finde, dass wir überwiegend top unterwegs sind. Und auch hier Zürich, Meister und Pokal. Top. Pokal immerhin mit San Lorenzo. Also wenn wir unser Ziel nicht erreicht haben, haben wir zumindest ab und zu den Pokal gewonnen. Das war natürlich Werder Bremen. 2013 war das. Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Schaut euch das an. 2013, unsere erste Saison. Und ich glaube, alles war auf diesem, also auch auf diesem Kanal, dass wir hier schon alles gemaked haben. Gladbach hat mir gut gefallen. Hat mir wirklich gut gefallen. Hoffen wir auch später. Kann man nicht sagen. Belgien hat mir viel Spaß gemacht, Real Madrid auch, selbst wenn mich da besonders der Start sehr aufgeregt hat. Sehr. Fortuna, richtig geile Saison. Habe ich eigentlich schon aufgegeben. Leverkusen brauchen wir gar nicht diskutieren. Das war 5000 Punkte, da braucht man jetzt wirklich ähnlich wie hier mit Arsenal. Arsenal fast 6000 Punkte, schaut euch das an. Das ist schon swaggy. Also muss man ja mal so sagen. 17 Mal Sieg schon erreicht. 6 Meisterschaften, 7 Pokalsiege. Ist gut. Na gut, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin heute richtig motiviert. Schade, dass ich bald zum Arzt muss. Warum muss ich zum Arzt, für die das interessiert? Ich muss eine allgemeine Untersuchung machen wegen dem Führerschein. Ja. So ist es. Ja. Und ich laufe wie Forrest.